Komisch. Ich habe an dich überhaupt nicht gedacht. Komm und hol sie. Ja. Oh. Ah, Mann. Ich wollte ausweichen. Warum denn? Warum hat er nicht gemacht, ausgewichen? Warum kann ich nicht überspringen? Weil das ist gerade, was mich gerade ein bisschen ankotzt gerade. Ich hatte gehofft, dir zu begegnen. Komisch. Ich habe an dich überhaupt nicht gedacht. Komm und hol dir. Reagieren als sonst. Okay. Dann hab ich's kapiert. Jetzt hab ich's kapiert. Danke. Oh, hab ich dein kleines Jetpack kaputt gemacht? Spielt keine Rolle. Ich hab das hier. Verdammt! Gib's mir! Komm und hol dir! Machst du dir wieder Notizen? Ach, komm schon! Je mehr ich kämpfe, desto mehr lernst du, stimmt's? Das nennt sich fotografische Reflexe. Es nennt sich einfallslos. Die Brücke ist frei. Diese Erdbeben werden stärker. Die gesamte Westküste. Versucht ihr noch immer dahinter zu kommen? Nicht dazwischenreden. Ohne euren Captain. Gib mir den Zünder. Dann darf ich dich vielleicht nicht von dieser Brücke. Dein Tanz endet hier. Oh, warte. R2? Nee, RT, also. Ist sicher frustrierend, immer einen Schritt hinterher zu sein. Du willst die Chimera, oder? Was wirst du damit machen? Sie an den Höchstbietenden verkaufen? Ich will etwas viel Wertvolleres. Und das wäre? Ich will die Überraschung nicht verderben. Versuchst du noch immer es zu verstehen? Gibst du auf? Keine Chance. Wo hat dich deine Ermittlung hingeführt? Du bist nicht der Kopf hinter dieser Sache. Und das hier riecht nach Ablenkung. Schluss mit dem Gerede! Feigling! Was ist denn? Magst du keine Überraschungen? Oh. Mach dir nächstes Mal bessere Notizen. Das hast du wohl kommen sehen, was? Glaubst du hast gewonnen?
Wovon verdammt nochmal redest du? Sieh dich um, Romanov. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Was passiert hier? Die Stadt stürzt ein. Verdammt, das war ein Trick. Steve, hörst du mich? Verschwinde da, Lu! Scheiße. In der Zeit im Zinnert wird. Wartet bitte, bis es vollständig geschrieben ist. Okay. Soweit. Das ist gut. Muss mal gucken, nur wie man drückt mit den Tasten. So. Das ist ganz gut, okay. Es ist nur ein bisschen. Man muss drauf sich anstellen, wenn ich das nicht richtig zu drücken soll. Und bei welchem Charakter welche Knöpfe genau passen. Manche Charakter muss man gleich schnell reagieren, wie jetzt bei Romanov. Oder. Na. Ich will nochmal bei der Anstellung mal gucken. Text, okay, aber jetzt Gameplay. Kamera. Steuerung. Das Ton. Dialog an, aber. Moment, ganz wenig. SFX darf gar nicht mehr sein, ganz immer. So. Wie viel ist jetzt noch? Zeig das an. Wenn ich jetzt darauf drücke, zeigt das an. Ich will nur noch kurz gucken, ob es anzeigt. Jetzt war es 61%. Dann haben wir noch ein bisschen. Gucken. Aber dafür noch andere Charaktere. Vielleicht kommen die noch dazu. Weil die kenne ich nicht direkt, aber. Und das muss ich wirklich auch noch werden wir auch noch benutzen. Achso, okay. Es ist da, was vorher war. Sieh dich um, Romanov. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, gerade. Also, als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Leck. Meine Falle war da. Was passiert hier? Stadtsturz rein. Verdammt, das war ein Trick. Steve, hörst du mich? Verschwinde da, los! Peter! Scheiße.
Okay. Das Licht. Das versagte. Auf der Golden Gate Bridge geschieht etwas Schlimmes. Captain America schickt die Avengers, um nach den Rechten zu sehen. Okay, kann ich weiterlesen. Kampfkamera. Tanzbefindlichkeit der Ausnahme des Zielunterstützung im Kampf. Kannst du die Kameraoption im Einstellungen drücken, um den anderen zu öffnen. Ausloggen. Mann, das wird doch mal reden. Aber nein, ich wollte nicht. Bla bla bla. Das ist nochmal wegen der. Das eine braucht noch. Es braucht noch. Gut, dann verabschiede ich mich erstmal für die zwei Folgen jetzt erstmal. Danke fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Beat-Folge von Captain von Marvel Avengers. Freue mich. So, liebe Freunde der Sonne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, euer Adi Boss Game.